Das ist unsere Chance. Attacke! Na dann versuchen wir es mal mit diesen Skelettdingern hier aufzunehmen. Und ich hoffe, du liegst damit richtig, dass das gut läuft, Grandy. Weil ich habe so ein bisschen Bedenken. Erstmal ein Rundumschlag. Ich hätte noch einen Magietrank. Ich würde sagen, den benutze ich auch für Dankwart. Dann kann er nämlich noch mit Allheilung erstmal alle heilen. Libra. Ja, mit dir kann ich halt nur angreifen gerade. Das ist Warcraft 2 Musik, okay. Ich habe halt Warcraft 2 nie gespielt, deswegen kann ich diese Musik nicht kennen. So, nochmal kurz Umschlag. Zarius, heil mal den guten Dankwart. Und jetzt wird es Zeit für ein Wunder. Obwohl, ich kann auch Heilige Melodie benutzen. Machen wir Sternschauer. Attacke! So, an sich macht das ja wirklich den besten Schaden. Aber die hauen halt auch gut rein, wenn ich Pech habe. Okay, Libra ist tot. Das ist scheiße. Ich habe aber noch Riechsalz. Na, Tanz der Sonne kann ich auch nicht mehr spielen. Wenn es wenigstens eine Medizin für alle gäbe, ne? Da ist Allheilung. Würde schon sagen, wo ist es jetzt? Nur wenigstens werden alle jetzt geheilt. Die hauen echt gut rein. So. Also mit Dankwart will ich auf jeden Fall angreifen. Aber wenn ich mir so die HP angucke, müsste ich auf jeden Fall viel heilen. Sagen, Grandy, lasse ich erstmal. Dankwart braucht eine Heilung. Tarius und Libra auf jeden Fall auch. Ja. Ja, einer weg. Okay, ich glaube, das reicht schon. Nein, nicht ganz. Zwei stehen noch. Nein, Dankwart hat's erwischt. Riechsalz. Komm zurück. Komm schon, mach wenigstens den nächsten Platz. Ja, oder auch nicht. Gut, es leben noch alle. Tarius, wenn du wenigstens auch was machen könntest. Ich habe noch zwei Heiltränke. Und noch einmal Sternschauer. Ja. Und den letzten Heiltrank verbraten. Habe ich jetzt... Ich glaube, ich habe erst Dankwart gemacht, ne? Egal, es reicht schon. Ja, wir haben sie alle besiegt. Warnfried, mach dich davon! Okay, und was machen wir jetzt? Am besten auch... das Weite suchen, wollte ich gerade sagen. Scheiße. Das Problem ist, ich kann auch nicht fliehen, ne? Okay, ich habe auf jeden Fall ein kleines Problem.
hätte noch einen Heiltrank. Nee, ich habe keinen Silber, Sinas. Es ist echt schwierig, wie ich am besten hier vorgehen soll. Ich lasse es erstmal so. Die saugen ja wenigstens kein Blut aus oder so, ne? So, Dankwart, du machst auf jeden Fall den Sternschauer. Libra lasse ich angreifen. Okay, die hauen aber auch gut rein. Gut, dann mache ich das mal folgendermaßen. Grandy, du machst Rundumschlag. Tarius, du benutzt ein Elixier. Auf Libra. So, Dankwart. Auf jeden Fall eine Allheilung. Ja gut, die Magie geht noch nicht bei Libra. Egal. Shit, Libra ist weg. Okay, nochmal Rundumschlag. Riechsalz. Dankwart, du machst auf jeden Fall den Sternschauer. Okay, Dankwart hat es erwischt. Das sieht gerade richtig übel aus. Okay, mal gucken, ob das gut geht. Ja, so einigermaßen. So, Grandy zurückholen. Alle einmal heilen und dann werde ich den jetzt mal mit dem Kugelblitz zusetzen. Gut, wenigstens ist keiner drauf gegangen. Nochmal Rundumschlag. Allheilung wäre gerade viel schlauer. Oh nein, Dankwart hat wieder erwischt. So, Riechsalz. Ich versuch's mal mit Schneesturm. Macht genau denselben Schaden, aber einer ist schon mal weg. Okay. Die Chancen steigen, dass wir das überleben. nein, ich mache erstmal den großen Wolf. So, Dankwart, Allheilung. Okay, ich bleib erstmal bei der Heilung. Okay, ich versuch's nochmal mit dem Sternschauer. Okay, das hätte ich nicht mehr machen brauchen. Es reicht noch nicht mal, okay. Dann wird es Zeit für eine Genesung auf die gute Libra.
Okay, noch leben alle. Macht ihn fertig. Okay, Attacker. Lange wird er nicht mehr leben. Oder doch? Okay. Da muss ich doch noch eine Eilheilung machen. Yes! Gut, die sind weg. So, jetzt schnell hinterher. Beziehungsweise... erstmal nochmal alle ein bisschen auffrischen. Ganz wichtig. Na, Warnfried, was nu? Du gibst also auf? Ich gebe niemals auf. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Dann werde ich dir zeigen, was es bedeutet, dem dunklen Gott zu dienen. Deine Maschinen können dir jetzt auch nicht mehr helfen. Das werden wir ja sehen. Du wirst es schon ausprobieren müssen, wenn du mich haben willst. Oh. Ich werde dich teilhaben lassen an den Jahrhunderten voller Schmerz und Einsamkeit, die ich dem dunklen Gott zu verdanken habe. Öffne jetzt deinen Geist. Und? Wie fühlst du dich jetzt? Nee, das ist kein Fehler. Oder eher besser oder schlechter? Die Luken haben sich nämlich geöffnet. Damit willst du mich beeindrucken? Dann schaue in meine Gedanken. So, etwas habe ich noch nie erlebt. Du bist... ja, ich bin böse. Zeit für dich endlich abzutreten, Weichei. Und, wie gefällt es dir da oben? Recht gemütlich. So, kein Problem, wird geändert. Es wird Zeit, mich zu verabschieden. Ich muss dich leider hängen lassen. Willkommen zurück, Sapsi. Na, dann verändern wir das mal. Komm wieder runter. Davon solltet ihr besser die Finger lassen. Warum ich will ihn retten? Ich plädiere dafür, ihn vorerst da oben zu lassen. Okay. Gibt noch irgendwie die Möglichkeit zu speichern? Ich glaube nicht, ne? Er ist wahrscheinlich jetzt in diese Kapsel hier rein, ne? Oder hier hoch. Da ist der einzige mögliche Ausgang. Er muss zum Uhrturm geflohen sein. Vielleicht erfahren wir dann endlich, was hinter der Gittertür verborgen ist. Yay, und nochmal speichern. Sehr schön. Gut, wenn ich mir das so anschaue, sieht das schon ein bisschen mager aus, was ich gerade habe. Saure Nierchen mit Spätzle. Okay. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Und laufe jetzt erstmal hier rein. Oh! Hallo, böse Fledermaus. Ich glaube, das war doch keine gute Idee.
Aber die erkannte man jetzt im ersten Blick auch nicht so schnell. Naja, was ist so schlimm da dran, Sapsi, ne? Geschmäcker sind halt auch unterschiedlich, muss man ja auch dazu sagen. Ich versuche sie mal zu verbrennen. Also mit Libra mache ich eher Schaden oder halt mit Dankwart, aber auch nur gegen die eine. Na gut, das ist halt auch Vampir, ne? Das andere sind normale Fledermäuse. So, dann machst du halt nur Stoßgebet auf die Vampirfledermaus. Und Libra, friere sie ein. Besser als gar kein Schaden. Okay, mit Magie kommt man gegen diesen Fledermausschwarm überhaupt nicht an. Ist auch ein bisschen scheiße. Wie sieht's mit Kugelblitz aus? Bringt trotzdem nicht viel. Das ist AP-Verschwendung. So, aber die ist schon mal weg. Dann kann ich jetzt erstmal gleich mit Dankwart ein bisschen heilen. Versuche ich mal einen platzierten Angriff, vielleicht klappt das ja wenigstens. So, Heilheilung. Ich lass mal alle normal angreifen. Memo an mich, das nächste Mal keine Fledermäuse in den, also bekämpfen. Wenn die so schwer zu bekämpfen sind, ist das echt nervig. Ja, das wird echt ein bisschen lästig jetzt. Na, wenigstens einer weg. Randy ist der Einzige, der bei diesen Viechern Schaden macht. Ist auch schon übel. Auf sie mit Gebrüll! Irgendwann werden auch diese Fledermäuse fallen. Leider nicht vor den einen LP angriffen. Endlich. So, das waren die. Na, da kommt die nächste Fledermaus. Dich trägst dich aus. Ah nee, du fliegst dran vorbei. Okay. Hätte gedacht, du verfolgst mich, aber die macht das. Da läuft er! Bleib stehen, Warnfried. Sieht aber schön aus hier oben. Ja, wir speichern. Heiliger Strohsack. Was ist denn das? Das ist der Apparat. Der Apparat, mit dem Warnfried die Zeit eingefroren hat. Könnt ihr das Ding irgendwie ausschalten, Dankwart? In den Grundzügen ist es immer noch die gleiche Apparatur wie früher. Ich brauche nur ein wenig Zeit.
Gerade scheint es mir allerdings wichtiger, herauszufinden, wem dieser Sarg hier gehört. Dem da vielleicht? Wenn ihr glaubt, dass es meiner sei, dann täuscht ihr euch, Dengelbrack. Er gehört eurer Gattin. Doria! Oh oh. Ihr könnt uns in diesem Kampf nicht helfen, Dankwart. Kümmert ihr euch um die Apparatur? Und jetzt zu uns, Blutsauger!